Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires & Tribes mit der dritten Staffel und der nun heute 17. Folge. Vorproduziert am 6.6.21 immer noch im Livestream, also deswegen hier unten mit meinem Freundchen, der mit dabei steht, der jetzt irgendwie nicht dabei steht, logischerweise, weil ich ihn gerade vergessen habe zu... Sekunde, den machen wir mal rein. Halt, kriegen wir hin. Zack, da ist er. So, das war jetzt auf Hörfühl weg natürlich, das musste jetzt sein. Ja, wir befinden uns im Livestream auf Twitch und dabei nehme ich auf, und dieser Rekord-Button, der ist einfach nur zur Orientierung da, damit die Leute wissen, wann sie mich dann direkt anschreiben müssen, wenn sie für mich einen Hinweis haben. Und bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch bedanken bei Murat Zahan oder Murat Zahan. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry, aber der Murat, der hat am 6.8.2020 ein öffentlich sichtbares Abo dagelassen auf YouTube. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst jetzt Nummer 283. So, ich habe jetzt hier pausiert. Eigentlich wollten wir noch zwischen den Folgen ganz viel Dinge transportieren an Baumaterial, aber es sind jetzt mehrere Ereignisse auf einmal gekommen. Zum einen könnte ich mal die Pause beenden, das könnte helfen. Zum einen sind wir jetzt eine Großstadt, gucken wir uns gleich an, denn ich muss sofort zum Marktplatz rennen. Die Gerichtsverhandlung fängt an und als Vermutung ist noch aufgekommen, dass ich die Beweise nicht vollständig sammeln konnte, weil ich vielleicht einfach mal noch mit dem Angeklagten und dem Kläger hätte sprechen müssen. Aber gut. Die übrigens nicht zur Gerichtsverhandlung erscheinen, wie ich gerade sehe. Okay. Eine Stunde noch, okay. Ute Kroma und Josef Trockel. Die müssten ja dann mehr oder weniger hier langlatschen, ne? Kann ich die... Ah, schade. Ich wollte gerade gucken, ob ich die markieren kann. Man kann ja mittlerweile Leute markieren, also werden die auf dem Kompass gezeigt. Aber wie ich gerade sehe, sind sie nicht pünktlich zu ihrer eigenen Gerichtsverhandlung. Ist natürlich ganz vorbildlich. Scheu dich, Kopf ab! So. Ich stehe zu Unrecht hier. Ich habe mit dem Verbrechen nichts zu tun. Ja, das sagen sie alle. Ich habe drei Beweise dafür, dass er unschuldig ist. Wollt ihr den Angeklagten zu dem Verbrechen befragen, meine Hoheit? Ja. Ich lege mal die Beweise vor und plädiere auf unschuldig. Erfolg! Okay. Einer stimmt für uns. Wo ist denn der Grüne? Ach, der ist hier drin. Der ist hier versteckt. Das sieht man nicht, weil es so dunkel ist. Der steckt hier zwischen Rot und Gelb. Ich sag nicht schuldig. Ja, was sagen die anderen? Rechtsklicken. Schuldig, schuldig, schuldig. War zu erwarten. Da ist noch ein Fünfter, der abstimmt. Ach ja, vier Ratsmitglieder. Na, okay. Vetorecht. Ganz klares Vetorecht, sie ist nicht schuldig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wir haben drei Beweise dafür, dass sie unschuldig war. Nur ein Neider war dabei und hat beneidet, dass alle bei ihr eingekauft haben. Aber keiner konnte mir beweisen, dass sie halt unlautere Dinge getan hat. Deswegen sage ich sehr frühzeitig im 13. Jahrhundert schuldig im Sinne, unschuldig im Sinne der Anklage, mangels der Beweise, denn im Zweifel ist der Angeklagte unschuldig. Oder im Zweifel für den Angeklagten. So, dann Großstadt, ne? Was willst du hier schon wieder? Ah ne, du bist der Büttel, okay. Ich dachte gerade, das wäre der Königstyp. Mann, wir haben ja aber langsam echt viel Verkehr hier auf der Straße, wa? Hm. So, ne denn. Großstadt sind wir jetzt. Für die nächste Stufe brauchen wir 50 Bürger. Wir brauchten vorher 20, ne? Neue Gebäude keine, aber Ausbaustufen Steinbruch Level 4, Getreidefarm Level 3, Rathaus Level 3, Speicher Level 3, Wirtshaus Level 2, Kloster Level 2, was? Bergfried Level 3. Kann ich jetzt das Kloster aus Level 2 bringen und dadurch noch ein drittes Update da reinballern? Also für die Militärforschungen? Vielleicht haben wir gerade nur ein... Wir müssen leise reden, bevor wir angeklagt werden. Vielleicht haben wir gerade nur ein... Lasst uns mal irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind. Da ist schon wieder jemand langgelaufen. Okay. Vielleicht haben wir gerade einen Blick in die Zukunft geworfen. Oh, niemand, der mit einer Fackel hinterher rennt, mich verbrennen möchte? Nicht? Gut. Okay. Ja, also im Sinne von, vielleicht ist das noch nicht ganz implementiert, dass es jetzt heißen soll. Also das hier ist für uns schon so zu sehen, da haben sie jetzt ein bisschen gespoilert, die Entwickler vielleicht, dass es machbar sein soll, Kloster Level 2 zu bauen. Oder aufzuwerten von Level 1 auf Level 2.
Das wäre natürlich nice. Ich gucke aber natürlich nochmal rein. Ich habe auch noch ein Level bekommen, habe ich gesehen. Nee, irgendwas Neues konnte ich bauen, stand da. Hier schon mal nicht. Es war kein Level. Es stand, als das aufgeblinkt ist, war hier neu hinterlegt worden. Ich wüsste jetzt nicht, was. Dachte gerade, ich klicke mal probeweise drauf, um zu gucken, ob er dann ungefähr so wie hier dann halt noch Untermenüs öffnet, aber ist nicht der Fall. Noch ein Rathaus? Nee, das hatten wir schon mal als Riesenproblem gehabt. Kapelle, Marktplatz. Hm. Was man natürlich machen könnte, einfach noch weitere Marktplätze irgendwo hinzimmern, wo sie reinpassen. Einfach um die Bilanz anzuheben. Apropos Bilanz. Plus 9 auf einmal? Wir sind zwischendurch mal rausgegangen, wir waren im Hauptmenü und haben dann neu geladen. Oh, Steuereintreiber bringt jetzt 22. Also doch nicht 10, sondern wirklich prozentual. Denn ein Bürgerhaus ist fertig geworden offensichtlich. Marktplatz. Ja, hier vorne das Haus ist fertig. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre das Wirtshaus. So, okay, wenn ihr hoch könnt, kann ich das auch. Ja, es ist auch hier das neue Leitermodell. Nicht mehr die Treppen, wo man hängen bleibt. Der Micha hat die Betten vergessen. Oh, war ja. Hat keiner gesehen. Das schneiden wir raus, nicht. Ja, schöner Vorführeffekt. Ich würde sagen, ich gehe erstmal pennen. Und nächsten Tag ab 20 Uhr müsste er dann. Na, du hast keinen Bock zu schlafen, wa? Verstehe ich. Ich bin unheimlich müde heute. Nächsten Tag 20 Uhr müsste dann die Ratssitzung sein, die wir uns jetzt endlich wieder vollständig angucken können. Und da müsste dann auf jeden Fall um die Kopfsteuer geredet werden, wo ich jetzt schon wieder mal überlegen bin, ob ich die weglasse. Das ist ja okay, die kann doch so bleiben, wie sie ist. Obwohl, nee, man sollte sie schon ein bisschen annehmen, wenigstens. Es gibt leider noch keine Möglichkeit, das Schlafen hier zu beschleunigen. Ich glaube, das wird auch nicht kommen, weil einfach im Hintergrund so viele Prozesse ablaufen, dass man hier keinen Zeitsprung machen kann. So, der möchte ständig was, ist mir egal. Gericht ist abgeschlossen. Alles klar. Dann lassen wir euch mal wieder vorlaufen. Süße, willst du vielleicht mal arbeiten gehen? Nicht? Okay, dann ja, du standest die ganze Nacht wache, verstehe ich, dass du dich jetzt hinlegst. Ja, hast du fein ausgeschlafen, jetzt kannst du arbeiten gehen. In der Animation hängen geblieben. Okay, das sind noch kleine Probleme auf jeden Fall. Was ich aber soweit mitbekommen habe, ist, dass da trotzdem in den Betrieben gleichermaßen viel gearbeitet wird. So, lass mich mal vorbei hier. Ist zu langsam. Schön, dass hier noch auf dem Weg zur Arbeit aufsteht. Ich werde schon wieder geschubst hier, Mann. Aber sag mal, müsste jetzt nicht mal die Forschung durch sein mit den Pferdekarren? Nee, noch nicht. Okay. Zu 91%. Na gut. So, nochmal kurz geguckt, was das Kollektiv so schreibt. Wir sind am Umbauen. Hier fehlt. Ach, guck mal, einer schau da oben links. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja auch neu. Ja, cool. Ich muss jetzt nicht mehr das Baumenü öffnen, um zu sehen, wie viele Materialien noch fehlen. Okay. 18 Steine, 12 Holz. Ich hole mal die Steine. Steine kann ich mehr tragen als die. Ich muss bloß herausfinden, wo die abgelegt wurden. Nimm mal die hier. Die Lehmsteine meinte ich jetzt. Ey, auf zu schubsen hier. Inventar ist voll. Oh. Ich habe hier noch von unten der Baustelle die Holzstämme in der Hand. So, bitteschön. Hoppla. So.
Okay. Scheint aber geholfen zu haben, jetzt wenigstens in dem Sinne, dass wir jetzt hier nicht mehr zwei Sachen gleichzeitig aufnehmen, obwohl ich das cool fand. Ah, schau mal einer, guck, er zählt das nicht runter? Doch. Hat bloß ein Weilchen gedauert, aber jetzt steht auch da 12 statt 16, weil ich gerade welche abgelegt habe hier. Das hätten aber... Oh, Forschung ist durch. Hihi. Dann haben wir gerade die Transformation gesehen, sehr schön. Oder sehr schön, schön. Jetzt werden wir noch mehr rumgeschubst. Definitiv noch mehr rumgeschubst. Dass die jetzt erst nachträglich so nach und nach zu Pferdekarren werden, das kann ich sogar technisch, glaube ich, erklären. Das hat ein bisschen damit zu tun, wo der Spieler gerade rumläuft. Ob ein Update nachträglich reingezogen wurde oder nicht. Da fällt mir gerade ein, wir müssten jetzt auch die Sägemühle haben. Also so eine richtige Sägemühle. Mir muss wieder einfallen, wo wir den Holzfäller hingesetzt haben. Nee, hier ist der Jäger. Oh, der Jäger, wo die Hirsche im Haus rumlaufen, ne? Ja, ist ja praktisch, ne? Brauchst du nur einmal aufschlitzen und los geht's. Holzfäller, wo hab ich denn den Holzfäller hingestellt? So, bin ich jetzt blöd? Hier ist die Jagdhütte. Ach, hier drüben? Ach, ich hab den aber noch gar nicht weit genug aufgelevelt. Eieieieieieieieiei. Das ist natürlich blöd, ne? Dann hat man natürlich keine Sägemühle. Geht natürlich nicht. Muss man mal dafür sorgen, dass man eine hat. 20 Gesamtbilanz nach Ausbau. Ui. Ja, jetzt muss man wieder dreimal überlegen. Oh, hier fehlt noch Arbeiter. Schlecht. Die kosten dann auch Unterhalt, ja. Ja, dann müssen wir den Kirchenzehnt, die Kopfsteuer doch erhöhen. Ja, deine ist nicht anders. Und ich gucke mal bei den zwei Arbeitslosen, ob die eventuell Bock drauf hätten, Bauarbeiter zu sein. Nee, das ist Staatsdiener. Einmal komplett nach oben scrollen, bitte. Und dann suchst du mal bitte die raus, die keine Arbeit haben. Sortieren, hier arbeitslos. Handwerker, Landwirtschaft. Okay, schade. Aber du bist wenigstens nicht abgeneigt, Bauarbeiter zu sein. Jefflin, bitte während der Aufnahme, habe ich vorhin schon ein paar Mal gesagt, während der Aufnahme nur mich direkt anschreiben, wenn du was zur Aufnahme sagen möchtest. Weil das reißt mich sonst jetzt raus, weißt du? Sonst weiß ich jetzt nicht, wovon du da eigentlich gerade sprichst. Und ich muss dann wieder überlegen, wo war ich jetzt hier stehen geblieben. Na, warum geht denn das jetzt nicht? Jetzt möchte er hier unbedingt, dass ich das einer Baustelle zuweise. Will ich aber gar nicht. Ich möchte, dass die Person dauerhaft Bauarbeiterin ist. Ah. Ja gut, dann arbeite ich hier im Bürgerhaus mit. Da sind nämlich gerade die anderen dran, ne, am Arbeiten. Glaube ich. Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken hier. Hier wird jetzt wahrscheinlich keiner zugeordnet sein, nö. Und hier hinten? Das sind dann die Baustellen, die ich erst nach dem Bau... nach dem Ausbau der Wohnhäuser gegeben habe. Das dürfte eigentlich nicht sein, dass jetzt jemand hier mit drin steckt. Nö. Also von daher. Sollen sie erstmal das Bürgerhaus machen? Vielleicht haben wir da noch ein paar engagierte Bauarbeiter drin. Wo sind die Ressourcen hier hin? Leute? Die braucht ich noch. Okay. Wo habe ich hier noch einen Speicher angestellt? Da vorne. Und da liegen auch Baumaterialien. Sehr löblich. Nee, so war es nicht gedacht. So, nehmen wir die einfach mit. Sehr schön. Also, nur nochmal so an sich, weil es nicht böse gemeint, aber... du hast auch kein Ad geschrieben, aber sobald du meinen Namen komplett ausschreibst, wird mir das eingeblendet als farbliche Hervorhebung. Und da denke ich halt, da will mir gerade jemand was schreiben, was wichtig ist, was jetzt zur Aufnahme hilfreich wäre, weißt du? So. Ich mach das mal eben noch zu Ende mit den Steinen. Achso, hier war ich ja schon durch. Gut. Dann werden sie hier drüben irgendwo Steine brauchen, beim Speicher bestimmt. Ja. Ach, guck mal, der Turm von Ortank steht immer noch da.
Eigentlich fehlt echt nur noch Saruman da oben, ne? Nee, warte, das war nicht der Turm von Ortang. Ortang war ja... Nee, doch, Saruman war richtig. Oder? Saruman der Weiße. Das war der Zauberer. Dessen Turm hieß Turm von Ortang. Und... Das Auge? Der hieß, verdammt, ist ja auch egal. Ist ja auch egal jetzt, gehört jetzt nicht im Let's Play. Sorry Leute, das ist doch eine ungewohnte Situation für mich, auch live zu sein hier. So. Oh. Sind das jetzt... Hier steht ein Speicher. Ich werde jetzt in naher Zukunft Fehlermeldungen bekommen im Sinne von Bauarbeiter XY hat sich die Materialien aus dem Lager genommen, weil sie nicht da lagen, wo sie hätten liegen sollen. Der dicke Alte hier schon wieder dazwischen fuscht. Aber treiben wir jetzt endlich mal die ganze Geschichte hier voran, weil das dauert mir einfach zu lange hier. Wir haben einfach zu wenig Bauarbeiter im Moment. Und es ist schon ein bisschen zu befürchten, dass wir das Let's Play nicht ganz zu Ende bringen, wie ich es geplant hatte. Weil wir einfach das Problem haben, dass die Häuser sich nicht ausbauen. Ich hoffe aber darauf, dass der Chris so fleißig ist und dass im Laufe der Woche noch einen Fix raushaut, dass ich die Häuser wieder auf Level 3 ausbauen kann. Sag mal, jetzt hört doch mal auf mich zu schubsen hier. Ich will Baumaterial noch sammeln. Mann! Ob hieß denn das Meinzelmännchen? Nee, nicht Meinzelmännchen. Das. Oder doch Meinzelmännchen. So eine Werbefigur aus den 80ern oder 70ern, glaube ich. Es ging um Salbe. Um Hämorrhoidensalbe. Das hat auch immer so gewettert, das Tierchen. Ne? Hast du zugefügt? Hast du. So. Ja, die Bauarbeiter brauchen mir einfach ein bisschen zu lange hier. Aber schön, Weg erstmal durch die halbe Stadt Stiefel und den Baumaterialien zu holen, nur um festzustellen, dass gegenüber noch ein Speicher steht. Aber sag mal. Bäcker? Tischler? Was? Tischler, Bäcker, Bäcker? Nee, Mühle. Hier steht ein Speicher und ich baue noch einen. Ist auch richtig so, Robin, ist auch richtig so. Damit die Sachen auch beliefert werden. Ist ja alles gut so. Alles okay, Robin. Du hast es ja bald geschafft. Bald machst du Feierabend. Es ist einfach so unglaublich warm hier drin, liebe Zuschauer. Nicht wegen der Außentemperatur, sondern einfach wegen drei Monitore. Der PC, der an ist, die zwei Leuchten, die ich hier anhabe. Und dann ist es draußen halt nicht kalt und ich habe das Fenster nicht groß offen. Eben weil es draußen nicht so kalt ist, weil die Nachbarn haben natürlich auch ihre Fenster angeklappt und manchmal rede ich ja auch hier lauter und ich möchte dann halt nicht, dass es irgendwann hier klingelt und heißt, kannst du mal leiser machen? Ich will meine Ruhe, Sonntag. Dann möchte ich hoch. Hör auf zu klingeln. Nee, also, ich hoffe, ihr versteht schon, wie ich es meine. Sie müsste halt meine glänzende Haut ertragen. Hauptsache, ihr habt was Schönes zu sehen, ne? Also nicht meine Haut, sondern Spiel. So. Ja, ich bin dann auch mal sehr gespannt, wenn dann endlich mal die Forschungen durchgerannt sind bezüglich der Reichweite der Kirche. Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Ob die jetzt auch wirklich bis an Gebäude 1 vorne rankommt. Ja. So. Da gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Zeit noch haben wir noch dafür. Wie, du baust schon? Oh! Ja, er baut schon. Okay. Gucken wir mal nach. Die Forschung ist doch schon durch, ne? Da hatten wir doch letzte Folge schon so viele Meldungen. Ja, die ist durch. Gut. Dann gucken wir jetzt nach. Mal looky cookie. Das war direkt gegenüber vom Rathaus, möchte ich meinen. Diese kleine Butze hier. Funktioniert. Verstehe ich das richtig? Laut der Anzeige wird da rot geschrieben, 7 Gesamtbilanz nach Ausbau. Ich glaube, der Farbindikator ist vertauscht, oder? Oh, wieder ein Bürgerhaus fertig, sehr schön.
glaube, da ist der Farbindikator vertauscht. Weil eigentlich müsste so ein Handwerkerhaus mehr Steuereinnahmen bringen und nicht noch Unterhalt für mich kosten. Weil ich wohne ja da nicht drin. Oh gut, das bedeutet, wir können das jetzt aufrüsten. Lass mal die Bauarbeiter machen. Gut, Wirtshaus kommt nicht ran, Kloster kommt nicht ran. Ist nicht schlimm, aber wir kriegen trotzdem noch mehr Einwohner da rein. Die wir wiederum als Arbeiter einsetzen können. Stadtratssitzung. Ich habe mich verklickt. Tippt, nicht verklickt. So. Ja, ja, komm her gleich. Ich muss hier nur mal eben noch kurz hier so, weißt du? Weißt du? So. Bauarbeiter. Jetzt will er wissen, wieder wo, sage ich ihm jetzt. Oh. Handwerkerhaus. Die anderen wollen alle nicht Bauarbeiter werden. Dreckige Schüfte. Na gut, gehen wir mal zur Ratssitzung. Moin, Mädels. Ja, okay, geh nochmal raus. Mal anklopfen. Mal wieder höflich sein. Guten Abend, die Herren. Ja, es ist 20 Uhr. Es ist 20 Uhr. Warum können wir jetzt nicht anfangen? Warum geht das jetzt nicht? Ne? Muss ich nochmal raus und wieder rein? Alles klar. Dem Protokoll vernehmend wird der Rat für folgende Themen beraten. Kopfsteuer, Arbeitszeit. Okay, gut. Kopfsteuer zuerst. Das ist mein Thema, was ich vorgeschlagen habe. Das war mir wichtig. Ich möchte die unbedingt anhöhen diesmal. Anhöhen, erhöhen. War erfolgreich. Sehr erfolgreich sogar, wie ich sehe. Also, den haben wir gut überzeugt. Es ist ziemlich dunkel, möchte ich behaupten. Man sieht kaum die Symbole da oben. Er sagt niedrige Kopfsteuer. Ich versuche ihn trotzdem zu überzeugen und bin auch da erfolgreich, aber es reicht nicht. Er kommt nicht über die Mitte. Mit Rechtsklick können wir das immer nochmal beschleunigen. Da müssen wir nicht alle Argumente abwarten. Wieder erfolgreich? Mensch, ich habe einen Lauf heute, wa? Niedriger? Nö, vergiss es. So. Ah, wird aber schon mal 3-2 stehen mit meiner Stimme dann. Wir kommen zur Abstimmung. Zack, 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 zack. Und ich sage höhere Kopfsteuer. Damit ist das eindeutig. Ich sage akzeptieren. Steuern bestätigen. Ja, ich habe vergessen, die zu ändern. Ich wollte sie noch anheben. Verdammt. Weil hier oben war irgendwo zum Auswählen das Ding. Kürzere Arbeitszeiten. Ich enthalte mich mal. Weil es steht gerade 2-2. Dann sage ich einfach unentschieden. Ich enthalte mich dann einfach. Ja, 2-2. Stimme enthalten. Alles bleibt so, wie es ist, weil keine eindeutige Entscheidung getroffen wurde. Fertig. Die Arbeitszeiten waren ja so an sich okay. Es war auch kaum einer unzufrieden damit aus der Bevölkerung. Niedrigerer Kirchenzehnt. Nein. Die wollen alle die Kirche senken, aber Zehnt heißt 10. Für Hörstimmen. Für Hörstimmen. Was denkt ihr, was mir der König erzählt, wenn ich ihm zu wenig Kirchenabgaben schicke? Der dreht mir den Kopf um und nicht euch. Ich sag höher. Ich sag Veto. Und ich sag Wahlergebnis positiv. Kirchenzehnt auf 10. Bestätigen. So. Laschere Gesetzgebung haben wir doch schon. Wir sind nachsichtig. Habe ich Rechtsklick auf die Auswahlmöglichkeit gemacht. Ich bin auch echt durch heute. Gut, Fehlschlag. Oh, wir waren aber sehr oft erfolgreich. Ich mache das eigentlich nur, weil es ein Minigame ist. Die sagen alle nachsichtig. Ich sage Stimmenthaltung, Vetorecht und sage dann Stimmengleichheit. Es soll so bleiben, wie es war. Danke. Zeit am Pranger. Kürzere Zeit am Pranger. Ja, wir haben ja so gut wie keine Verbrechen, die dann wirklich auch den Pranger erfordern. Die Leute sind ja brav bei uns, deswegen würde ich auch sagen, kürzere Prangerzeiten. Das hat auch den letzten Skeptiker überzeugt, wunderbar. Aber der Gelbe, der lässt sich von mir immer sehr krass überzeugen, ne? Also, der wandert auf dem Balken hier sehr weit, während die anderen immer bloß so stückchenweise wandern, ne? Aber durch meine Vetorechte habe ich die jetzt auch unzufrieden gemacht. Das heißt, bei den anderen kann es jetzt auch passieren, dass die in Zukunft sich nicht überzeugen lassen. Das hängt nämlich zusammen, das habe ich mir erzählen lassen vom Chris.
wenn die mit mir als Anführer unzufrieden sind, lassen die mich bei so einer Abstimmung nicht. Lassen sie sich von mir nicht überzeugen. So rum wollte ich das sagen. So, damit sind wir durch für heute. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt auch in die Koje. Da schreibe ich noch einen kleinen Liebesbrief nebenbei. Stehen wir gerade beim König. Hey! Wir haben doch schon eine. Moment, wir haben doch schon eine Aufgabe zwischendurch erfüllt. Ja, 1050, nicht 1450. Nee, warte. Das ist ja gesagt. Nee, wir hatten doch schon. Ich bin ziemlich sicher, dass wir zwischendurch noch eine Aufgabe für ihn erfüllt haben. Hm. Na gut, schick mal ihm einen Liebesbrief. Ich schreibe mal ihm eine Huldigung, genau. Das gibt entweder plus 10 bis plus 50 Ansehen dazu oder minus 5 bis minus 30. Oder schicken Diener? Schicke ich dann wirklich jemanden los oder halt tut man nur so, als ob. Für 4 volle Tage zum König gesendet werden. Ansehen plus 100 oder minus 30. Ja. Eure Majestät Wilhelm von Holland oder auch Micha der Grafiker genannt. Wir haben in unserer Stadt eine Reihe an. An erfahrenen Staatsdienern angestellt. Wenn ihr Interesse habt, dann sende ich euch einen unserer Diener, damit er euch eine Zeit lang an eurem Hof unterstützt. Hochachtungsvoll, Robin. Brief abschicken. Zeit bis zur Ankunft, okay. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie jemanden raussuchen und den anbieten, weil dann hätte ich einen der Steuereintreiber gewählt. Das schauen wir mal. Oder das ist einfach nur der Brief, so das Angebot, so dieser gute Wille und er sagt dankend nein und sagt aber, ich schätze das sehr. Danke. Oh, das ist auch gleich da. Okay. So, Ratssitzung haben wir durch. Bürgerhaus ist durch. Was, Hunger? Nee, ach, das war wieder eine Nebenquest hier. So, alles klar. Ich wollte pennen gehen, ne? Ich glaube, ich habe mich verlaufen hier. Das passiert mir auch in meiner eigenen Wohnung. Ich will meistens auf Klo gehen und dann lande ich auf einmal im Schlafzimmer und frage mich, sag mal, wolltest du nicht auf Klo gehen? So. Kann man noch einen Schluck trinken in der Zeit? So. Nun bimmelt bestimmt gleich die Glocke hier und dann können wir mal kurz noch auf eine Frage aus dem Kollektiv eingehen. Im Kollektiv wurde zu Recht noch gefragt, wie sich jetzt die Gesetzgebung geändert hat. Gar nicht, weil sie ist ja noch nachsichtig, aber die Zeit am Pranger, die war vorher schon kurz und ist jetzt immer noch kurz. Also so an sich eigentlich war das eine unsinnige Abstimmung, ne? Aber mit der Kopfsteuer, das ärgert mich, ey, dass ich das verpatzt habe. Ah, muss ich gleich nochmal beantragen. Ich will die auch auf 10% haben. Wir gehen aber nochmal über die Zufriedenheit rein. Bei der Steuer. Die Steuer selbst, die hatte bei der Gefolgschaft den Einfluss? Nee, hier oben den Einfluss, oder? Nee, hier, Arbeit und Steuern plus 1,4. Das steckt hier mit drin in dem Trend. Plus 1,4. Ja, dann denke ich, können wir da noch ein bisschen was machen. Die Toleranzgrenze ist bei 70, negative Ereignisse inaktiv. Die Toleranzgrenze, das ist ein Streiksystem, was eingefügt wurde. Und jetzt, also es war ja schon lange drin, das Streiksystem. Es hatte nur keine Transparenz. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Wenn die Zufriedenheit jetzt in dem Fall hier unter 70 sinkt, bei dieser Toleranzgrenze, die wir jetzt hier haben, dann kann es zum Streik kommen bei den Betrieben, wo die meisten unzufriedenen Arbeiter drin arbeiten. Die Toleranzgrenze kann aber auch gehoben und gesenkt werden und das hängt auch schon wieder mit dem Trend zusammen. Ich habe eure Nachricht soeben beantwortet. Echt? Okay. Das klang jetzt nicht so erfreut, ne? Hi. Antwort des Königs. Sehr geehrter Robin, euer Angebot ist zu freundlich. Bitte schickt mir doch einen eurer Büttel für 4 volle Tage. Ach, er stellt dann die Forderung. Ist ja cool. Aber was ich auch cool finde, ist, dass das Empires and Tribes Emblem das Siegel des Königs ist, des Emperors. Ne? Sehr cool. Das gefällt mir. Ah,
Jetzt zeigt das hier auch richtig an, ne? Wir hatten vorher, als ich reingeguckt habe, war der Balken hier bei 750 und nicht bei, naja, was wird denn das sein? 800? 900? So in dem Dreh? Okay, und wie schicke ich dir den jetzt? Hier, da wo steht Diener losschicken. Okay. Eine gute Wahl. Ich werde gleich einen unserer Büttel mit dem Boten an euren Hof senden. Hochachtungsvoll, Robin. Brief abschicken. Und ist der Büttel jetzt noch wirklich weg? Wir können ja mal gucken bei den Staatsdienern. Wir hatten ja nur ein Büttel oder zwei. Ah, hier. Ist beim König. Okay, das ist irgendwie cool. Ja gut, ich meine, wir haben jetzt keine streikenden Arbeiter, so an sich. Hätte ich mir den auch sparen können, weil der ist auch saumäßig teuer, ne? Oh. Sorry, hab mich verschluckt. Da ist doch schon der Timer am Meckern. Ist ja eine Sauerei. Was machen wir denn jetzt noch? Na, pass auf, wenn jetzt hier nichts weiter passiert, jetzt wurde mir hier nochmal gesagt, okay, Baustelle nicht gefunden. Das kann aber nicht sein. Das glaube ich dir nicht. Nee. Guck mal, andere finden die auch. Komm, damit die ganze Sache immer schneller geht, gebe ich jetzt mal sämtliche freie Leute da rein. Damit wir hier auch mal vorwärts kommen und hier auch Sachen bauen können. Hier können wir sogar dann schon ab der nächsten Folge die Tischlerei umziehen lassen. Also die Arbeiter hier in die Tischlerei umziehen lassen. Speicher. Speicher da hinten, okay. Es werden auch schon wieder Sachen transportiert, sehr gut. Steine. Ja, es geht voran, Leute, es geht voran. Wir kommen langsam, aber sicher kommen wir jetzt an den Punkt, dass wir vorwärts kommen und dann werden wir allerhöchstwahrscheinlich einige Häuser abreißen müssen, um sie dann neu aufbauen zu können. Hör auf zu schubsen, bitte. Ich komme nicht rein ins Baumenü. Ich komme nicht rein ins Baumenü, natürlich. Das ist Bürgerhaus, ja. Das hier ist Handwerkerhaus. Würde ich jetzt gerne mal reinluschern. Jetzt geht's. Einmal raus haben, rein haben, dann geht's. Es geht nicht. Das ist so doof. Das ist so doof. Jetzt muss ich hier wieder raus und rein tappen. Sag mal. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal mit dem Kollektiv ein bisschen Beratung machen. Ein bisschen Brainstorming, wie wir das jetzt hier irgendwie noch retten können. Ansonsten muss ich gestehen, es sieht schlecht aus. Ich habe ja jetzt schon zu wenig Leute eigentlich. Aber gut, wir speichern jetzt erstmal hier. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!